Warum ist der deutsche Fußball so verkümmert? Wir haben früher als kleine Kinder auf den Straßen mit Cola-Dosen gekickt. Heute denkt jeder nur noch an seinen Profit. Warum ist der deutsche Fußball so verkümmert? Alle denken und gehen nach vorne wie immer. Nur unsere Nationalmannschaft und so weiter. Die lassen den Ball liegen. Und wenn sie ihn aufnehmen, dann kommen sie nicht weiter. Warum ist bloß der deutsche Fußball so verkümmert? Früher regierte Fußball die Welt. Heute denkt alles jeder nur noch ans nächste Geld. Hatten wir keine Cola-Dose zum Kicken als kleine Kinder auf den Straßen, nahmen wir auch mal irgendwie einen Tennisball oder so. Das machte uns dann schon damals froh. Hauptsache wir konnten spielen im Fußball. Tja, irgendwie ist alles vorbei. Überall. Herrenfußball ist nicht mehr angesagt. Jeder denkt an seinen eigenen Profit. Das ist irgendwie der neue Hit. Warum ist der deutsche Fußball so verkümmert? Wer mir das beantworten kann, den schenke ich einen Fünfer. Warum ist der deutsche Fußball so verkümmert? Wir waren Weltmeister, wir waren Europameister. Wir waren Landesmeister und so weiter. Ich krieg eine Krise, Alter. Ich bin gerettet, der deutsche Fußball ist gar nicht verkümmert. Wir befinden uns in dem Jahr 2024, haben Europameisterschaft und stehen als Gruppensieger im Achtelfinale gegen Dänemark. Ich bin gerettet, der deutsche Fußball ist gar nicht verkümmert. Vielleicht werden wir Europameister, das kann noch werden schlimmer. Danach Weltmeister oder so. Der deutsche Fußball ist wieder angesagt. Ja. Muss ich nicht kotzen gehen auf Klo. Entweder schaffen die Jungs es, vielleicht Europameister zu werden oder Weltmeister. Man wird sehen, ich bin begeistert. Macht doch mal danach den Weltmeister. Der deutsche Fußball ist gar nicht verkümmert. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Erst Europameister, dann Weltmeister. Und jetzt Scheibenkleister. Ich bin gerettet, Deutschland ist weiter. Heute war das Achtelfinale, Alter. Deutschland ist weiter. Ich bin gerettet. Der Fußball wird richtig gut. Deutschen machen mir viel Mut. Ich bin gerettet. Das Achtelfinale ist vorbei, Deutschland ist weiter. Vielleicht werden wir Europameister. Ich bin gerettet. Das Achtelfinale ist vorbei, Deutschland ist weiter, vielleicht werden wir Europameister. Der deutsche Fußball ist eben doch verkommen, alles ist aus, wir sind raus. Wir haben das Viertelfinale verloren, nichts mit Europameisterschaft und so weiter. Alles scheiße, Alter. Wir sind raus und alles ist aus. Ich sitze hier in meinem Zimmer, mache meine Reime ganz alleine. Die Nationalmannschaft kann sich morgen von der Presse was anhören und vom Trainer. Haben sie sich Mühe gegeben, alles war umsonst. Hältst du mich auch für einen Angeber? Wir sind raus und alles ist aus. Alles war umsonst. Und Scheiß. Der deutsche Fußball ist doch eben verkommen. Naja, was soll ich dazu sagen? Bye bye. Und Scheiß. Deutsche Fußball ist eben doch verkommen. Singe ich weiter meine Songs.